Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Truck and Trailers. Heute geht's wahrscheinlich weiter mit der letzten Folge oder zweitletzten. Mal schauen, wie gut ich mich anstelle. Auf jeden Fall haben wir das letzte Mal hier die Europameisterschaft gemacht. In Bronze halt, naja. Aber in 5 Minuten ist das nicht zu schaffen. Spaß auf dem Bauernhof habe ich versucht. War ich irgendwie wieder einmal schlecht und habe den LKW gecrashed. Ja, gut. Von daher schauen wir uns heute nochmal Spaß auf dem Bauernhof an und die anderen letzten Aufgaben. Wenn ich eine schöne Farbe finden würde. So. Von daher, let's go mit Spaß auf dem Bauernhof. Kennen wir ja schon ein bisschen. Den Trailer wegparken, die anderen zwei auch wegparken. Essen dort hinten hinter die Scheune, die anderen zwei dorthin. Die zwei außen hier sollten kein Problem sein, der andere allerdings schon. Und das wird auch wieder Brose geben, kann ich euch jetzt schon sagen. Und muss ich in der Außenperspektive machen, da ich das über die Spiegel einfach zu schlecht sehen kann. Oder ich versuche es wenigstens über die Spiegel zu machen. Sagen wir es so. Einmal ein Try, und wenn ich es nicht schaffe, dann lasse ich es. Und wenn ich ganz knapp davor bin, nicht mehr weiterzukommen, weil man ja halt echt nicht um die Ecke sehen kann bei einem 90 Grad Winkel. Und jetzt auch schon die Hallenwand nicht mehr. Es sieht ganz knapp aus. Ganz knapp. Nachher etwas mehr nach links. Das sieht schon besser aus. Hier hat es noch einen Zaun, den ich beachten muss. Kann ich nicht zu früh einschlagen. Wie sieht es dort hinten aus? Okay. Okay. Ganz kurz mal die Außenansicht checken. Sieht okay aus. Kann ich jetzt eigentlich voll einschlagen? Ja, das kann man einfach nicht in Gold schaffen oder nur über die Spiegel. Also wer das schafft, möchte ich gerne sehen. Und andererseits haben ja eben, glaube ich, hier die LKWs weniger Einschlag. Vom Lenkrad her, das glaube ich bloß auf 800 eingestellt ist oder sogar noch weniger. Also in den neueren Spielen glaube ich bei 900 oder 1090 ist oder irgendwie sowas. Okay, jetzt nicht verkacken. Das wäre jetzt wieder fatal. Den ersten Aufwand, den ich jetzt wie ein Profi geparkt habe. Und die anderen zwei ja eigentlich ein Kinderspiel sein sollten. Sollten. Die Betonung liegt auf sollten. Thank you.
Das letzte Mal bin ich ja in den Holzlaster gerast. Mit dem Auflieger. Sorry. Musste sein. Die Ansicht täuscht hier einfach so sehr. Das ist schlimm. Sorry für den Ausraster, aber... Bei dieser Kleinigkeit scheitere ich. Auflieger dorthin in die 90-Grad-Kurve zu bringen. Easy peasy beim ersten Mal, lemon squeezy. Ja, okay, nicht beim ersten Mal, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dann das, weil einfach die Perspektive so täuschend ist hier in diesem Spiel. Das haben sie auf jeden Fall bei den anderen Spielen verbessert. Weil dort passiert mir das gar nicht. Wenn ich dort mal fahre. Und der Holzlaster sieht halt auch immer aus, als ob er... Keine Ahnung, wie weit weg ist. Echt nichts. Jetzt muss ich die Aufgabe hier schon irgendwie zum fünften Mal oder so machen. Ich gehe jetzt wieder in die Außenperspektive. Vogelperspektive, ja, könnte man versuchen. Das ist zu knapp. Sieht gut aus. Auf der linken Seite den Zaun beachten. Seht ihr, das war jetzt schon wieder zu viel des Guten. Schön konstant lenken und rückwärts fahren, dann kommt's gut. Jetzt vorsetzen. Und Zaun. Rückwärts. Schräg wie keine Ahnung was. Aber solange sie das annehmen ist. Oder auch nicht. Ist für mich ja okay. Vor allem bei der Zeit, in der man Gold schaffen sollte, habe ich gerade mal den ersten Auflieger hier verräumt. Nice, nice. Und jetzt nochmals. An den Auflieger ankoppeln, Achtung Kisten. Ganz langsam, nicht zu schnell und zu stressig machen. Jetzt nochmals dort rückwärts ranfahren. Soll doch kein Problem sein. Sollte man ja denken. Ist es aber. Es ist ein großes Problem. Weil die Perspektive so täuschend ist. Rechts haben wir Platz. Komm, fahr rückwärts. Okay, das sieht schon mal besser aus als... Okay. Nee, nee, nee. Sonst komme ich dort noch an den Zaun ran. Das möchte ich auch verhindern. Rechts haben wir genügend Platz mit allem. Gibt's rechts was? Nee. Irgendwo ist noch eine Laterne, die haben wir geklärt. Sieht gut aus. Etwas rückwärts. Komm. Jetzt ganz einlenken. Achtung, Laterne. Und jetzt einfach sachte rückwärts. Sachte. Sachte. Sachte.
uns den anderen auflegen und der soll ja jetzt wirklich gar kein Problem sein. Hoffentlich. Hoffentlich. Haben wir die Kisten dort beachten? Haben wir die geklärt? Hier haben wir. Nicht zu schnell ranfahren. So. Jetzt noch den letzten Auflieger. Jetzt ja nichts falsch machen. Ich habe keine Lust, die Aufgabe jetzt hier zum 6. Mal oder so zu machen. Stopp, 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 stopp. Okay, das sieht lustig aus. Ich muss ein bisschen in diese Richtung. Oh. Oh, gut. Und sogar noch in Silber abgeschlossen. Nice. Oh, haben wir das endlich geschafft. 1. April. Dein Partner Mike hat sich einen Scherz erlaubt und einige Auflieger von vor deinem Ziel platziert. Dumm nur, dass du schnellstens zur Laderampe kommen musst. Wahrscheinlich wirst du irgendwann einmal darüber lachen können, aber nicht heute. Alter, immer dieser Mike. Das soll ein Arbeitskollege sein? Niemals. What the hell, okay. Wow. Oh Mann. 3 Auflieger umparken. Einmal dorthin. Okay, hä? Spielt es keine Rolle, wo ich die anderen hinparke, oder wie? Oder hä? Was ist jetzt genau hier das Ziel? Jo, wie hat er das bitte geschafft? Wait. Ich kann noch ein bisschen vorne fahren. Ich bin hier ganz falsch. Wohl könnte vielleicht schaffbar sein. Gut. Und dann soll ich jetzt dort abliefern. So, oder hinparken, besser gesagt. Umparken, so. Rückwärtsgang. Volle Pulle voraus. So, rückwärts, aber voraus, rückwärts, so. Komm, komm, 1 Millimeter. Oder auch nicht. Spielt es keine Rolle, wo ich die hinparke, oder wie? Ist keine Rolle, spielt dann, I don't know, hier. So. Wenn es keine Rolle spielt, dann nehme ich das. Also, hätte man mir auch vorher sagen können. Dann wäre die Zeit natürlich schneller gewesen. Und den nehme ich, parke ich jetzt einfach hier hin oder irgendwie sowas. So hier. Das muss reichen. So, Silber, okay, wenn ich Silber bekomme, alles gut. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf drüber. Also ich hoffe, man kann die einfach irgendwie wo stehen lassen. Aber es sieht so aus, als ob das richtig wäre. Und auch so geplant ist. Nachher alles gut. Rückwärts
in die Markierung hinein. Dann haben wir es geschafft. Hoffentlich noch in Silber. Perfekt. Ziemlich schräg, aber perfekt. Gut, dann haben wir jetzt die Bonusaufgabe. Let's go.